Hallo zusammen, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Die heutige Einheit dreht sich ganz um unsere Schultern und die Arme. Wir werden nach ein paar kurzen Mobilisierungsübungen für die Schultern auch schon direkt ins Eingemachte gehen. Deswegen, wenn du dich noch ganz kalt und steif fühlst, würde ich dir empfehlen, vorher noch mein Sonnengrußvideo zu machen. Die heutige Einheit könnte für den einen oder anderen etwas anstrengender werden als sonst. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Arme sind bei den meisten von uns nicht unbedingt das stärkste Glied in der Kette. Ist aber gar kein Problem. Ich werde bei den anspruchsvolleren Sequenzen wie gewohnt wieder Alternativen einblenden. Und da haben wir auch viel Raum für Verbesserungen und das kann uns nur gut machen. Von daher, don't think about it, just do it. Für die Mobilisierungen am Anfang würde ich empfehlen, so einen Yoga-Strap zu nutzen. Wenn du nicht so einen Yoga-Strap hast, dann tut es auch ein ganz einfacher Bademantelgürtel, Gürtel oder auch ein Besenstiel. Genau, das habe ich zu sagen davor. Dann würde ich sagen, zieh dir bequeme Kleidung an, roll die Matte aus und los geht's. Ganz viel Spaß. Wir beginnen im Fersensitz. Schnapp dir gleich einmal deinen Gurt und greif ihn etwas breiter, so ca. 1,5 Armlängen für Shoulder Pass-Throughs. Nimm den Gurt richtig auf Zug und dann zieh mit dem Einatmen die Schultern zu den Ohren und mit dem Ausatmen bring den Gurt über den Kopf hinter dich. Beim Zurückkommen genauso, atme ein, Schultern zu den Ohren und atme aus, komm nach vorn. Mach das jetzt noch ein paar Mal in deinem Tempo und wenn du merkst, dass dir der Griff zu eng ist, greife so breit, dass wenn du den Gurt auf Spannung hast, ihn jetzt so wie ich mit gestreckten Armen vor- und zurückkreisen kannst. Achte wirklich darauf, dass immer ein leichter Zug auf dem Band ist und er nicht so schlaff dahängt. Noch einmal zurück und wieder vor. Und dann für einen kurzen Moment lösen. Dann nimm den Gurt wieder auf Zug und wir fließen durch ein paar Runden Kayaking. Achtung! Atme ein, bringe die Arme geführt von der linken Hand rüber zur rechten Seite hinter deinen Oberkörper. Und ausatmen, bring sie mit dem rechten Arm wieder nach vorne. Andere Seite. Atme ein, der rechte Arm führt hinter deinen Oberkörper und ausatmen links voran wieder nach vorn. Noch zweimal jede Seite in deinem Tempo. Wunderbar. Du kannst den Gurt jetzt zur Seite legen. Und dann komm von hier in den Vierfüßler. Stell deine Knie gerne etwas breiter als hüftbreit auf und die Hände ein bisschen weiter vor deinen Schultern. Wir lockern unsere Wirbelsäule nun fein auf mit sogenannten Spinal Waves. Atme ein, verlagere dein Gewicht nach hinten und atme aus, roll dich Wirbel für Wirbel nach vorn. Einatmen, komm angeführt von deinem Gesäß nach hinten und aus, fließe wie eine Welle vor. Versuche hier richtig mit deinem Atem dahin zu fließen. Ein, komm nach hinten unten und aus, kugel dich voraus. Spüre, wie großartig es sich anfühlen kann, Bewegung mit dem Atem zu kombinieren. Großartig. Komm wieder zurück in einen ruhigen Vierfüßler und dann komm direkt nach oben in den herabschauenden Hund. Wir machen weiter. Atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Atme aus, Knie zur Nasenspitze, die Schultern über die Handgelenke. Einatmen, dreibeiniger Hund.
Ausatmen, Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, Knie schräg durch zum linken Ellenbogen. Zweite Runde. Atme ein, rechtes Bein nach hinten raus. Atme aus, Knie zur Nasenspitze. Ein, komm zurück. Aus, Knie zum rechten Ellenbogen. Und ein, zurück, dreibeiniger Hund. Aus, Knie zum linken Ellenbogen, kurz halten. Und dann streck dein rechtes Bein aus, erde die rechte Fußaußenkante und hebe deinen linken Arm für diese Seitstützvariante. Sehr gut. Wenn du möchtest, hebe dein rechtes Bein an und halte. Und dann langsam mit der nächsten Einatmung den Fuß wieder absetzen und mit der Ausatmung zurückkommen in den herabschauenden Hund. Puh. Atme tief ein und mit der Ausatmung komm für einen kurzen Moment in die Haltung des Kindes. Spür hier nach, entspann die Hände, entspann die Schultern und nimm wahr, was jetzt in dir vorgeht. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann komm mit der nächsten Einatmung nach oben in den Vierfüßler und von hier in den herabschauenden Hund. Andere Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten raus. Atme aus, führ das Knie zur Nasenspitze, die Schultern über die Handgelenke. Einatmen, zurück nach hinten. Und aus, linkes Knie zum linken Ellenbogen. Ein, streck das Bein nach hinten raus. Aus, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Runde 2. Ein, dreibeiniger Hund, aus, Knie zur Nasenspitze, versuche wirklich sie zu berühren. Ein, dreibeiniger Hund, aus, Knie zum linken Ellenbogen. Letztes Mal einatmen, Bein weit nach hinten ausstrecken und aus, Knie zum rechten Ellenbogen, halte kurz hier. Und dann streck dein linkes Bein aus. Erde die Fußaußenseite und hebe den rechten Arm weit nach oben raus. Wunderbar. Entweder du bleibst jetzt hier oder probiere auch hier dein linkes Bein nach oben anzuheben für mehr Intensität. Mit der nächsten Einatmung den Fuß wieder absetzen. Und mit der Ausatmung komm zurück in den herabschauenden Hund. Nimm wieder einen tiefen Atemzug. Und mit der Ausatmung begib dich noch einmal in die Haltung des Kindes. Gönn dir hier wieder diese kurze Pause. Und beobachte, was diese Haltungen mit dir gemacht haben. Wieder ohne Wertung. Einfach nur wahrnehmen. Wie ein außenstehender Beobachter. Werde dir deiner Gefühle und Gedanken ganz bewusst. Dann atme wieder zweimal tief ein und aus. Und dann komm über den Vierfüßler einmal in den Yoga-Liegestütz, halte und lausche. Jetzt kommt was Lustiges. Ein bedeutet, komm tief, ohne abzulegen. Zwei zur Mitte, also wie Chaturanga. Und drei
Streck dich nach oben aus in den Yoga-Liegestütz. Ich sage die Zahlen an und wenn das in der Liegestützposition zu viel wird, scheue dich gar nicht, die Liegestütz knien zu machen. Auf los geht's los. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, nochmal 2, 3 und ganz genüsslich ablegen. Falte dir ein Kissen mit deinen Händen, lege die Stirn darauf ab und gib dir wieder einen kurzen Moment, um nachzuspüren und zu reflektieren. Gib alle Anspannung ab. Lass los. Und dann machen wir weiter. Für den Delfin stell deine Unterarme auf. Die Ellenbogen sind unter den Schultern, sodass du die gegenüberliegenden Arme greifen kannst. Dann stell deine Unterarme parallel zueinander auf und press die Hände aktiv in den Boden. Komme von hier zunächst in die Plank Position, also den Unterarmstütz, und wandere deine Füße ein kleines Stückchen zu dir heran und schieb dein Gewicht nach hinten oben. Von der Ausrichtung her ist es so ein bisschen wie der herabschauende Hund, nur dass du auf den Unterarmen stützt. Wenn die Fersen hier vom Boden abheben, ist es nicht so schlimm. Schau darauf, dass du deine Schulterblätter Richtung Steißbein und zueinander ziehst und richtig lang in deinem Rücken wirst. Achtung, wir werden jetzt auch hier wieder etwas dynamischer. Atme ein und mit der Ausatmung schieb dich nach vorn ins Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Noch zweimal so. Atme ein, komm in den Delfin. Und aus, Chaturanga. Ein heraufschauender Hund, aus herabschauender Hund. Letztes Mal, einatmen, Arme ablegen, Delfin, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Fabelhaft. Leg nun ganz sanft über die Knie an den Boden ab und komm in Bauchlage. Zum Schluss wollen wir jetzt noch unsere Brustwirbelsäulen und Schulterbereich etwas dehnen. Streck deinen rechten Arm lang zur Seite raus und dann roll dich rüber nach rechts und stell den linken Fuß außen vom rechten Knie auf für die offenen Flügel. Nimm hier ein paar tiefe Atemzüge in dieser ganz wundervollen, leichten Drehung. Lass deinen Kopf ganz entspannt am Boden liegen. Schließe deine Augen, um deine Aufmerksamkeit wieder nach innen zu lenken. Bleib noch zwei Atemzüge hier. Dann komm zurück zur Mitte mit der nächsten Einatmung und wechsle die Seiten. Strecke deinen linken Arm zur Seite, roll dich rüber nach links und stell den rechten Fuß auf Höhe von deinem linken Knie am Boden auf. Der Kopf liegt ganz entspannt.
Nimm auch hier wieder diese sanfte Drehung und die Dehnung in deiner linken Schulter wahr und genieß es. Diese Einheit war recht schulterlastig und oberkörperdominant. Wir haben viel Spannung, Wärme und Kraft aufgebaut. Jetzt wollen wir genau diese Stellen wieder lösen, geschmeidig werden lassen und entspannen. Beim Yoga geht es um das ständige Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung, Kraft und Leichtigkeit. Nimm wieder zwei ganz genüssliche Atemzüge hier. Und dann kommen wieder zurück zur Mitte und von hier noch einmal in den Vierfüßler. Bringe deine Knie jetzt mattenbreit und achte darauf, dass deine Hüfte ausgerichtet über den Knien bleibt und nicht so nach vorne oder hinten abhaut. Für unseren abschließenden Herzöffner, die Puppy Pose, wandere deine Hände nach vorne und lasse gleichzeitig deinen Oberkörper tiefer sinken. Leg die Stirn ab, vertiefe deinen Atem und lass mit jeder Ausatmung dein Brustbein tiefer sinken. Spüre hier in die Öffnung deiner Körpervorderseite und in die Länge deines unteren Rückens hinein. Entspanne deinen Kiefer und deine Gesichtszüge. Wenn du möchtest und sehr flexibel bist, kannst du auch gerne dein Kinn auflegen. Probiere die Varianten gerne aus und wähle immer die, die sich für dich richtig und gut anfühlt. Genieße auch hier wieder zwei tiefe, wunderbare Atemzüge. Dann komme langsam wieder zurück in den Vierfüßler und von hier in den Fersensitz. Hebe mit deiner nächsten Einatmung die Arme kraftvoll über die Seite nach oben. Ausatmung, Hände vors Herz. Dann bring deine Hände auf deine Oberschenkel oder in den Schoß und schließe für einen kurzen Moment deine Augen. Schau, ob du eine Veränderung in dir spürst oder wie du dich generell fühlst. Und schenk dir hier noch einen kurzen Moment in Stille. Vielen Dank. Namaste.